Und das Ganze möchte ich jetzt einordnen mit meinem Studiogast. Bahar Güngör ist bei uns, freier Journalist und Türkei-Experte. Schön, dass Sie da sind. Ja, zuletzt scheint es nicht so gut gestanden haben um die Freundschaft, die da eben noch mal beschworen wurde. Haben Sie mit dem Rücktritt gerechnet? Nun, mit dem Rücktritt ist gerechnet worden, denn er hat auch schon mehrere Tage einfach Signale in die Welt gesetzt und hat auch gesagt, dass dann er doch lieber sich zurückzieht. Weil, das hat er zwar nicht so expressis verbis gesagt, aber er hat dann das erkennen lassen, denn er hat einfach keinen Rückgrat mehr in dem Kampf gegen Erdogan. Und er dachte sich vielleicht auch, der Klügere gibt nach. Was bedeutet das jetzt für die Entwicklung der Türkei? Nun, es ist ein Phänomen, dass ein Parteichef und ein Regierungschef mit 317 von 550 Sitzen und 49,5% der Stimmen einfach hinschmeißt. Das ist ein Phänomen, dass er dann zurückzieht. Das bedeutet für die Türkei, dass jetzt Staatspräsident Erdogan auf keinen Fall mehr aufgehalten werden kann, eine Präsidialrepublik einzuführen, wo er der Alleinherrscher ist über Staat, über Parlament und über das ganze Land. Ahmet Davutoğlu galt ja so als das freundliche Gesicht der Polizei. Der Türkei hat immer viel gelächelt, war sehr verbindlich in seinem Auftreten. Jetzt befürchten natürlich viele Politiker hier, dass sich die EU-Beziehungen zur Türkei weiter verschlechtern. Gehen Sie auch davon aus? Nun, verschlechtern nicht direkt vielleicht, aber auf jeden Fall in Gefahr ist ja der Flüchtlingsdeal. Denn das ist ja alles ausgehandelt worden. Auch Bundeskanzlerin Merkel hat das ja auch mit Herrn Davutoğlu ausgehandelt. Und das ist jetzt in Gefahr. Man weiß auch nicht, was jetzt die Nachfolgerin kommt. Im Moment ist Davutoğlu ja eine lame duck, wie man das hier im Englischen sagt. Er kann nichts mehr entscheiden, die Regierung kann nichts mehr entscheiden. Wir rechnen auch jetzt ganz stark damit, dass ab Juni, wenn der außerordentliche Parteitag abgehalten worden ist und ein Nachfolger als Parteichef feststeht und damit auch ein neuer Ministerpräsident, ab Juni kommt eine neue Regierung. Wir wissen nicht, wie diese Regierung besetzt wird. Wie sehr wackelt der Flüchtlingsdeal jetzt? Nun, er wackelt deshalb auch, weil wir nicht wissen, wer jetzt zuständig ist dafür. Denn das ist ja alles mit Herrn Davutoğlu ausgehandelt worden. Es gibt keinen direkten Ansprechpartner. Aber es gibt ja Verträge immerhin. Ja gut, Verträge sind auf dem Papier und wir müssen mal gucken, ob man die Verträge auch wirklich so einhalten kann. Denn es gibt ja auch einiges noch zu tun, Flüchtlingsdeal, denn da kommen wir auch zum Thema Visafreiheit. Und das ist ja auch irgendwie davon abhängig, dass der Flüchtlingsdeal klappt. Und die Türkei hat jetzt keinen Hehl daraus gemacht und gesagt, dass wenn das mit der Visafreiheit nicht kommt Ende Juni, dann ist auch der Flüchtlingsdeal kein Thema mehr. Sie haben mir das Stichwort geliefert, die Visafreiheit, die ist jetzt beschlossen seitens der EU-Kommission. Allerdings muss die Türkei noch in wichtigen Punkten nachbessern. Welche Punkte sind das? Nun, das sind vor allem die Punkte, wo man den Terrorismus also identifiziert. Wer ist ein Terrorist? Wie gehe ich da mit Antiterrorgesetzen um? Wie gehe ich da mit Freiheiten um? Das sind so Punkte, wo die Türkei große Schwierigkeiten hat. Denn alle Denker, Wissenschaftler, Journalisten, das sind keine Terroristen. Und das wird ja alles so generell pauschalisiert. Und ich glaube, das wird dann also doch eine ganze Menge Streit geben zwischen Brüssel und Ankara. Wird es die Türkei schaffen, diese Punkte nachzubessern? Also nicht in dieser Kürze der Zeit, nämlich bis zum 1. Juni, das glaube ich nicht. Viele befürchten hier jetzt, dass wir eine neue Migrationswelle auf uns zurollen sehen seitens der Türkei durch die Visumsfreiheit. Wie schätzen Sie das ein? Nun, also es sind ja vor allem Menschen, die hier seit 36 Jahren nicht in der Lage sind, ihre Verwandten zu besuchen, wenn Menschen sterben oder neues Leben geboren wird. Das ist also etwas, das ist auf der einen Seite so einfache Menschenrechte, die den Türken jetzt vorenthalten worden sind, 36 Jahre lang durch diese Visapflicht. Aber andererseits, wir müssen auch damit rechnen, dass in der Türkei ja auch die Kämpfe im Südosten des Landes, ja auch noch der Kurdenkonflikt noch ausgeweitet wird und dass sich auch auf andere Landesteile überträgt und dass dann vielleicht doch einige Kurden kommen, einige würde ich sagen einige Tausend oder einige Zehntausend. Damit müssen wir immer rechnen. Mhm. Importieren wir damit den Kurdenkonflikt hier nach Deutschland? Ach, der ist schon in Deutschland. Ich meine, der Kurdenkonflikt, der ist hier in Deutschland schon präsent. Es gibt ja 3 Millionen Menschen aus der Türkei und da ist jede Menge Potenzial drin, Konfliktpotenzial drin. Es sind Nationalisten, Aleviten, Kurden, die sind ja alle schon in Deutschland. Noch gibt es Widerstand, was die Visumsfreiheit angeht seitens der Osteuropäer. Die müssen auch noch zustimmen. Alle EU-Staaten müssen ihr grünes Licht geben. Wie realistisch ist es denn überhaupt, dass die Osteuropäer zustimmen? Also ich habe immer gesagt, das ist also irgendwie ein Traum sicherlich. Aber die Osteuropäer und auch andere Staaten werden wohl sehr schwer zustimmen, sagen wir mal. Wir wollen das jetzt nicht sofort ablehnen, dass sie das nicht zustimmen. Aber ich gehe davon aus, dass die Zustimmung ihnen sehr schwer fallen wird, weil ja auch diese Menschen damit rechnen müssen, dass sie andere Potenziale von Flüchtlingen auch noch mehr aus der Türkei in die Richtung Europa und auch nach Osteuropa kommen.
Wir werden das weiter verfolgen. Bahar Güngör, freier Journalist und Türkei-Experte. Vielen Dank für Ihre Expertise heute bei uns im Studio.